De'Longhi Primadonna S Evo. Dieser Vollautomat verspricht uns frisch gemahlenen Kaffee mit intensivem Aroma, sowohl bei normalen Kaffeespezialitäten als auch bei Milchkaffee. Auswählbar sind hier 8 verschiedene Kaffeespezialitäten per Direktwahltasten, wobei man hier zu jedem Getränk auch individuell das Aroma, die Kaffee und auch die Milchmenge individuell anpassen kann. Besonders ist hier, dass diese verschiedenen Einstellungen sehr individuell sind. Beispielsweise kann man das Aroma in 5 verschiedenen Stufen einstellen und so für sich genau das perfekte Getränk zusammenbrauen. Dieses kann man auch in einem Benutzerprofil abspeichern. Insgesamt gibt es hier 2 verschiedene Profile, für die man verschiedene Getränke anlegen kann. Mit dabei ist hier ein 13-stufiges Kegelmahlwerk. Dieses kann man in, wie gesagt, 13 Stufen individuell einstellen, was die meisten Einstellungen in diesem Vergleich sind. In den Bohnenbehälter passen 250 Gramm rein und in den Wassertank 1,8 Liter. Den höchsten Wert holt sich das Gerät nochmal beim Pumpendruck, womit für ein besonders starkes Aroma beim De'Longhi S Evo garantiert wird. Über die Coffee Link App von De'Longhi hat man einen einfachen und intuitiven Zugriff auf alle Funktionen, also die Echtzeitsteuerung des Automatens inklusive den individuellen Getränkeeinstellungen. Ja, allgemein bietet uns die De'Longhi Primadonna S Evo alles, was man so erwartet. Nicht so gut gefällt uns das etwas veraltete LCD-Display, was einen nicht ganz so modernen Eindruck macht, was aber durch die moderne App-Steuerung wieder aufgewogen wird, durch die man den Automaten ja auch komplett bedienen kann. Sehr gut gefällt uns bei diesem Modell vor allem aber sein Design. Abgesehen jetzt vom Display haben wir, wie bei De'Longhi üblich, ein sehr zeitloses Edelstahldesign mit einer sehr hochwertigen Gesamtoptik, in die sich auch super der Milchbehälter einfügt, wodurch das Gerät optisch einfach sehr, sehr kompakt und stimmig wirkt.